Morgen. 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 Und alle ausgeschlafen? Ja. Dachte ich mir. So. Ihr beiden Quasseltanten. Ruhe jetzt. Gut. Also. Ja. Ihr habt es vielleicht heute Morgen schon in der Zeitung gelesen. Oder vielleicht wurde es ja auch auf Facebook gepostet. Auf jeden Fall hat sich euer Superstar Jack Johnson gestern Abend den goldenen Schuss gesetzt. Drogen sind ja auch unter dem Begriff Nervengifte bekannt. Weiß jemand von euch, wie Drogen auf unseren Körper wirken? Niemand? Gut, um mal zu sehen, wie die Drogen unseren Körper beeinflussen, müssen wir uns natürlich erstmal das Nervensystem genauer angucken. Also, wir haben hier eine Nervenzelle. Mach dir bitte das Handy aus. Das Handy aus, bitte. Leute. Yes. Aber da muss ich kurz mal rangehen. Ja, ist ideal, Schatz, bist du? Ja, was ist denn? Ja, ich weiß, ich störe dich gerade beim Unterricht, aber es ist was Schlimmes passiert. Julian hatte einen Unfall und... Was? Ja, und wir sind jetzt in der Klinik. Ja, ich komme sofort vorbei, was du da. Nein, komm du, wenn du fertig bist. Du kannst eh nichts tun. Entschuldigt nochmal, aber das war gerade wichtig. Genau, wir waren bei den Nervenbahnen. Müssen wir die erstmal noch fertig machen? Also, schematisch. Jeder Körper ist durchzogen von Nervenbahnen, die für die Emotionen die für den Informationsfluss zuständig sind. Wenn jetzt also eine Information hier an einer Nervenbahn ankommt, dann wird sie weitergeleitet bis... Ist schon mir leid, geht gerade nicht. Wisst ihr, mein kleiner Sohn, der Julian, der hatte gerade einen schweren Unfall und ist jetzt im Krankenhaus und wird da operiert. Und ich würde sagen, wir beenden für heute den Unterricht. Wir hören heute auf. Ich bitte euch nur... Guckt euch doch bitte das Kapitel über Nervenbahnen nochmal genauer an. Und dann können wir nächste Woche daran weitermachen. Ich glaube, Kapitel 3 oder sowas. Das schaut einfach. Und wir sehen uns dann nächste Woche. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Gut! Links, oben, Hand! Und jetzt rechts! Fuß! Gut! Und jetzt sichern! Ich komm! Halt! Sichern! Verdammt, Arschloch! Bleib da! Stopp! Verdammt, Arschloch! Halt aufs Maul! Ich komm!
Ding nicht um, du Drecksack. Hallo, Schatzi Mausi. Jo, neu, habe ich dich weg? Bleib liegen. Wir sind auch so in einer halben Stunde sind wir durch. Ja, dann komm ich heim. Hältst du mal das Bett lieber an? Fein. Ja. Soll ich was zum Frühstück mitbringen? Schorsch! Einsatz! Jo, Chef. Einsteigen. Klar. So. Wollen wir jetzt mal schauen. Kaffee. Was? Ja, Kaffee. Mein Kaffee. Her damit. Scheiße. Das haben die total versendet. Leck's mir doch am Arsch, Scheißklump verreckt. Ist das jetzt dein Ernst? Ja, es tut mir ja leid. Wo ist was? Geschenkt. Ich geb der Deckung. Schorsch, steck das Ding weg, bitteschön. Du siehst zu viel amerikanische Serien. Jetzt nimm das Ding weg, bitteschön. Sieh zu und lerne. Polizei Gauting, machen Sie mal das Fenster runter. Leer. Bei mir auch. Gut. Du schaust dir das Auto nochmal an. Ich gebe der Zentrale Bescheid. Wagen 51 an Zentrale. Schorsch! Dienstschluss! Einsteigen, wir fahren! Ich denke, das geht nicht. Komm mal her. Bitte. Was soll jetzt das? Was ist? Komm her. Na, riecht das? Ja, du stinkst. Und? Wir sind die ganze Nacht im Auto gesessen. Da ist das normal. Nein, das meine ich nicht. Ich meine dieses Bittere. Dieses leicht Metallische. Fast wie Blut. Oh, Schorsch! Ich mag dich, aber mach aus einem Falschparker. Bitteschön, keinen Mordfall. Ja? Jasmin wird heute 4. Ich hab 10 Kinder in meiner Stube, die jeden Versuch zu schlafen im Keim ersticken. Das verstehst du nicht. Das? Verstanden? Verstanden. So ist brav. Sag mal, was soll jetzt das? Wir müssen den Kofferraum aufbrechen. Na, misch mir nicht. Ja, doch, ich wette mit dir, da schon leicht drin. Hey, wie Reuter, jetzt hörst du mir bitte ganz genau zu. Dein Diensteifer ist wirklich bewundernswert, aber das geht zu weit. Bei begründetem Verdacht sind wir verpflichtet. Du hast jetzt einfach mal die Klappe zu halten! Ob ein begründeter Verdacht besteht, das entscheidet immer noch die ranghöhere Dienstbezeichnung. Und ich sag dir, da ist nix. Also rein ins Auto, ab ins Bettchen, bitteschön, dankeschön. Sag mal, bist du geschert? Was? Hier. Dann versuchen Sie doch einfach mal die Ursache herauszufinden. Entschuldigung, ich
Ja, natürlich, bis später. Kommen Sie nur. Sie sind schon richtig. Ich suche die Frau Dr. Müller. Frau Dr. Müller ist krank. Ich bin Ihre Vertretung. Emil Boss. Bitte nehmen Sie Platz. Das klingt aber gar nicht gut, Herr Wolf. Gruber. Und wie fühlen Sie sich sonst? Großartig. Die Therapie wirkt. Ich habe keine Schmerzen mehr. Dann sehen wir mal. Das wundert mich aber jetzt. Also laut diesen letzten Befunden kann es Ihnen gar nicht so gut gehen. Doch, es geht mir gut. Also, ich sage es wirklich ungern. Aber in schulmedizinischer Hinsicht sind Sie austherapiert. Austherapiert? Ja. Das ist doch großartig. Ich glaube, Sie verstehen mich nicht. Mit der allopathischen Medizin können wir leider nichts mehr für Sie tun. So leid es mir tut. Was erzählen Sie für einen Schwachsinn? Haben sich rapide vermehrt. Aber die Frau Müller hat gesagt, dass das sicher wirkt. Hat es aber leider nicht. Ja, und was heißt das jetzt? Dass alles für einen Arsch war? Wir haben wirklich versucht, was wir konnten. Nein, Sie haben gar nichts versucht, gar nichts. Jetzt bleiben Sie doch rational. Ich bin rational. Sagen Sie eigentlich mal, spinnen Sie? Ich sterbe und soll rational bleiben? Also ich bitte Sie, Sie sterben noch lange nicht. Doch, ich sterbe. Nein, Sie sterben nicht. Doch, ich sterbe. Jetzt hören Sie mir mal einfach zu. Im Gegensatz zu meinen Kollegen halte ich eine Menge von Homöopathie und chinesischer Medizin. Ja, klar, auf Stroh schlafen und Wurzeln fressen. Das ist aber jetzt eine sehr laienhafte Ansicht. Sehen Sie, gerade in Ihrem Fall. Nicht? Ja. Hier, mit Lungenkrebs. Ich habe Magen. Magenkrebs. Sie haben Lungenkrebs. Nein, ich habe Magen. Aber hier steht es doch schwarz auf weiß. Sie haben Lungenkrebs. Ja, aber ich werde doch wohl noch wissen, was ich für einen Krebs habe. Magen. Und das ist digital und der Computer irrt sich selten, Herr Wolfsgruber. Ich heiße Wolfshuber und ich habe Magen. Huber, Magen. Magen, Huber, Magen, Magen. Nebenerscheinung der starken medikamentösen Behandlung auftreten. Ticken Sie nicht ganz richtig. Ich bin nicht krank. Verwirrt. Das legt sich. Spätestens in ein paar Wochen ist alles wieder so wie vorher. Entschuldigung, wie reden Sie eigentlich mit mir? Was sind Sie eigentlich für eine Ärztin? Hm? Also, jetzt reicht's mir aber. Ja, mir auch. Das klären wir jetzt. Haben wir eine Akte Wolfshuber? Ja, Huber. Haben wir. Ja, dann bringen Sie sie. Das hat ein Nachspiel. Ja, also. Kommen Sie. Ja, genau das ist ja, sie. Das, ja, das wird sich ja jetzt herausstellen. Nennen Sie mir erstmal Ihr Geburtsdatum. 21.01. 85. In der Tat. Die Therapie hat angeschlagen. Sie haben recht. Die Therapie hat wunderbar funktioniert. Ja, ja, freuen Sie sich denn nicht? Man hat doch nur die Akte verwechselt. Herr Wolfsgruber, wir können fortfahren mit der Therapie. Sie werden gesund. Ja. Jetzt hätte ich Sie ja beinahe zum Tod verurteilt. Aber nicht, dass Sie sich wieder umentscheiden. Nein, natürlich nicht. Aber wir könnten vielleicht doch noch was Klassisches, Chinesisches. Nein. Es wäre aber schon gut für Ihren Husten, Nein. wenn wir etwas... Nein!
Wie Sie wünschen. Auf Wiedersehen, Herr Wolfsgrubel. Nein.